No Front. iCramex hat einfach eine App rausgebracht. Ja? iCramex Soundboard. Digga, dieser scheiß Controller, Alter! iCramex, wirklich, ich habe nichts gegen dich. Ich habe auch nichts gegen deine App, Habub. Die nachfolgenden Szenen. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Yo, Digga, kennst du eigentlich diesen YouTuber iCramex? Der macht ja so Fortnite und so. Und kennst du den? Ja, Digga, aber ich finde, das ist voll der Spaß, Junge. Gibt der mit seinem S63 da jedes Mal an? Denkt der, wäre der Überbabbo, Digga? Chillt da mit diesem Standard-Skill die ganze Zeit in der Bude, Alter? Gibt dem wahrscheinlich auch keinen Cent irgendwie, keine Ahnung, Miete oder sowas? Also, ich finde, voll der Larry. Ja, ich mag den auch nicht so, aber der hat ja irgendwie so eine Weihnachtsaktion gestartet, der versucht ja irgendwie so Fans anzurufen. Hä, als ob er sowas macht, schon Ehre, aber ich hoffe einfach, Digga, dass der nicht mich anruft. Halt. Ich hab gehört, du bist ein großer Fan von mir. Jo, was geht? Ich hab eigentlich gerade gesagt, dass du der übelste Larry bist, aber ganz ehrlich, wenn du schon anrufst, krieg ich deine Nummer, vielleicht mach mir so ein paar Videos und ich mach dann wieder Klicks. Hey, meine Nummer kann ich dir leider nicht geben, ja, ist Arbeitshandy. Ach so, okay, ja. Ja, okay, dann halt einfach dein Maul, tschüss. Ja, hallo? Hallo, hier ist iCramex. Ich wollte dir frohe Weihnachten wünschen. Alter, iCramex, bist du's? Ja, ich bin's wirklich, iCramex. Alter, Digga, heftig. Hab ich gar nicht gedacht, Junge. Was treibt dich hierher? Dein Kumpel hat mich gerade auf der Straße getroffen und mir sein Handy gegeben, dass ich dich anrufen Hä? Kann. Ja, Digga, wieso gibt er dir dein scheiß Handy, Alter? Wahrscheinlich will ich von dir angerufen werden. Hä? Wie heißt der? Ich hab keine Ahnung, wie der Kerl heißt. Digga, der ist doch, Alter, komplett behindert, ja? Ja, auf jeden Fall, was treibt dich jetzt hier hin? Wieso rufst du mich an? Und was kocht ihr so zu Weihnachten? Also bei uns wurden ja zwei Fische und eine Weihnachtsgans geklaut, deswegen habe ich absolut keine Ahnung. Hört sich super lecker an. Ach so, ja, danke dir, Bruder. Was machst du zu Weihnachten so? Ja, Bruder, also ich feiere Weihnachten eigentlich mit meiner Familie so. Bis hier meine Oma, mein Opa kommt, ja, chillig. Ihr feiert Weihnachten gar nicht? Hä? Hab ich doch gar nicht gesagt, Digga. Hör mir doch mal richtig zu. Ja, okay, verstehe. Hä? Digga, bist du komplett behindert oder was? Ich hab gehört, du bist ein großer Fan von Junge, mir. Junge, halt mal dein Maul, Alter. Was hast du dir denn so gewünscht? Ja, Bruder, eigentlich nichts dieses Weihnachten. Ja, coole Sache. Ich hoffe, du bekommst das auch. Ach so, okay, danke. Alter, Digga, was ist das für eine App, Junge? Also, iCramex, Grüße gehen raus, Digga. Ich will was abspielen, dann kommt erstmal fett Werbung. Ich hab gehört, du bist ein großer Fan von mir. Digga, eigentlich überhaupt nicht. Das freut mich natürlich sehr. Ach so, cool, okay. Kann ich über die Weihnachtszeit gemütlich von zu Hause aus 400 Euro am Tag verdienen? Ich möchte dir was zeigen. So, wir sind hier bei dem Zahlungsanbieter Elopay. Wenn noch einmal diese Scheißwerbung kommt, ist das Video direkt beendet. Alter Bruder, iCramex schickt mir gerade eine Sprachnachricht. Komm Fortnite on. Yo, chill mal, Digga. Junge. Komm on, Bruder. Junge, Alter, chill doch mal. Was, wenn nicht? Kopflos. Yo, Digga, okay, ich komm schon on, Alter, warte. Ich hab's euch gesagt, Digga, ich hab's euch gesagt.